Hallo und herzlich willkommen zurück zu Geheimakte Tunguska. Immer noch im wissenschaftlichen Abteil, im Zug. Und ja, ich bin der Meinung, wir müssen die beiden hier loswerden. Meine Taktik ist ja eigentlich, das Wasser hier in die Steckdose schütten, aber das funktioniert nicht so richtig. Aber ihr habt gemeint, ich habe ja noch dieses Weißbrot hier. Und das soll ich doch noch mal mit Marmelade bestreichen und eventuell vorher ein bisschen noch was reinmischen. Okay, das klingt auf jeden Fall nach dem Plan. Dann werde ich das mal tun. In die Küche. So, hier ist unser Marmeladentopf. Wenn ich das richtig sehe, könnte die Pampe... Genau, Pampe mit Marmelade. Und wo habe ich hier das Rizinusöl? Das wird mit Sicherheit ein durchschlagender Erfolg werden. Boah, Nina. Du bist ja fies. Na gut, dann nimm mal das Brot. Mir fällt gerade auf, dass ich seit Ewigkeiten nichts mehr gegessen habe. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht aus Versehen was davon abbeiße. Ja, aber ist ja kein Problem. Wir können dir ja vielleicht noch mal eine Toastscheibe hier holen. Das können wir sowieso mal ausprobieren. Kann sie hier noch mal nehmen? Weißbrotdiebstahl im großen Stil? Okay, anscheinend nicht. Aber wenn ich ihm die jetzt gebe, können wir dann noch mal... müsste ich gleich mal ausprobieren. So, dann wollen wir ihm das doch mal... Gott, ist das gemein. Oh, noch ein Marmeladenbrot für mich? Das ist ja schon fast zu viel des Guten. Vielen Dank. Mir geht's nicht so gut. Scheinbar habe ich das Marmeladenbrot etwas zu hastig runtergeschluckt. Alexei, mach bitte hier weiter und sag sie Dorkin Bescheid, sobald du ein entsprechendes Ergebnis hast. Ich werde das mal wohin gehen. Und zwar schnell. Ganz schnell. Das hat er doch noch nicht mal runtergekaut. Das hat schon im Mund seine Wirkung entfaltet. Ach je. Okay, vielen Dank an euch. Das war sehr cool. Danke für die Hilfe. Kann ich jetzt noch mal... Weißbrotdiebstahl immer. Okay, also das war's anscheinend. Bei ihm hier hinten kann ich noch nichts irgendwie. Nee, nicht so wirklich. Okay, schade. Das heißt, wir müssen ihn loswerden. Und ich will immer noch meine Taktik hier mit dem Strom. Ich versuche das jetzt mal. Vielleicht geht das jetzt. Denn er dreht uns ja jetzt den Rücken zu. Ich hoffe. Ein bisschen Flüssigkeit sollte ausreichen. Wenn hier alles unter Wasser steht, fällt das sonst zu sehr auf. Mist, ausgerechnet jetzt fliegen hier die Sicherungen raus. Ich muss die Sicherungen wieder reindrehen. Passen Sie bitte so lange hier auf, dass keiner irgendwas anfasst? Klar, kein Problem. Danke. Ich werde ganz genau darauf achten, dass keiner hier irgendwas berührt. Keiner außer mir. Sehr cool. So, jetzt sind die beiden hier weg. Jetzt kann ich mich hier erstmal in Ruhe umschauen. Wunderbar. Gut, hier hinten war nix. Hier war der Verbrennungsofen. Keine Ahnung, was man mit dem Ding machen kann. Ja, werden wir hoffentlich noch rausfinden. Okay. Ah, seht ihr? Jetzt komme ich hier dran. Eine der Proben, die hier analysiert werden. Okay, nimm mal mit. Ich hol die Probe mal aus dem Glas. Ah, okay. Keine Ahnung, von was für einer Pflanze das ist. Da war eine der Pflanzenproben drin. Na gut, so, jetzt haben wir es ausgepackt. Muss ich wohl irgendwas mitmachen. Achso, kleiner Tisch. Ja, kleiner Tisch. Hier ist noch ein Glas. Eine der Proben, die hier analysiert werden. So, kannst du die auch auspacken? Ich hol die Probe mal aus dem Glas. Ja, toll, die sieht doch genauso aus. Das Grünzeug, das ich aus einem der Probenbehälter genommen habe. Mhm. Da war eine der Pflanzenproben drin. Mhm. Analyseapparatur. Ist da noch? Analyse. Analyse. Ich hätte gerne den Korken hier. Hier ist noch eine Kiste, kleiner Tisch. Erinnert mich an meinen Chemieunterricht. Keine schöne Erinnerung. Ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus. Da lasse ich lieber die Finger davon. Ja, aber irgendwas soll ich ja jetzt hiermit machen. Nimm doch mal die Probe. Kannst du die hier irgendwo reinstecken oder so?
Hier in das Verbrennungsdingen auch nicht. Die dann wahrscheinlich auch nicht. Irgendwie hier so, nee. Sie wieder ins Glas zurück. Ach, guck mal. Ich hol die Probe mal aus dem Glas. Sie kann die wieder reintun. Okay. Aber was... Ich kenne mich mit sowas... Was soll ich denn jetzt hier mitmachen? Keine Ahnung. Sonst gibt's hier gar nichts? Ach Gott, ist ja nicht so viel, ne? Kann ich die irgendwie... Tja, was mache ich jetzt damit? Ich stecke die beiden einfach mal ineinander. Was anderes fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Aha, okay, jetzt haben wir die gemischt. Die von mir manipulierte Probe. Hoffentlich bemerkt keiner, dass die Pflanze jetzt deutlich dicker ist als vorher. Ach, Schnickschnack, dann nimm doch wieder ein paar Teile raus. Ja, und jetzt wieder da rein, oder wie? Aha, und jetzt wieder hinstellen. Ah, so. Okay. Scheint richtig gewesen zu sein. Jetzt macht er das in das Verbrennungsding. Das hätte ich aber auch getan. So, hoffentlich knallt mir die Sicherung nicht gleich wieder raus. Naja, ob ich hier wirklich irgendwann mal überraschende Ergebnisse bekomme, bezweifle ich mittlerweile sowieso. Was? Das kann doch nicht sein! Sollte es wirklich... Die Probe wurde tatsächlich nicht vollständig verbrannt. Das kann man sogar mit bloßem Auge sehen. Dazu brauche ich noch nicht mal eine Analyse machen. Ich muss unbedingt Dr. Lesniak Bescheid sagen. Und vielleicht auch Professor Sidorkin. Das könnte tatsächlich der große Durchbruch sein. Und ich hätte fast den Glauben daran verloren. Und Sie sind ganz sicher, dass alle Versuchsbedingungen genauestens kontrolliert und eingehalten wurden? Ich habe immer wieder Stichproben genommen und alles überprüft. Und für Alexei lege ich meine Hand ins Feuer. Ich arbeite schon seit Jahren mit ihm zusammen. Sie haben also die Experimente gemacht. Ist Ihnen irgendeine Veränderung aufgefallen? Was für eine Veränderung? Wir müssen alles genau prüfen. Wenn das Ergebnis stimmt, ist das eine absolute Sensation. Wenn wir es aber als Sensation melden und wir haben einen Fehler gemacht, dann kriegen wir hinterher höchstens noch eine Anstellung in einem Naturkundemuseum. Also gehen Sie nochmal alles in Ruhe durch. Wir sollten uns zusammen die Analyse anschauen. Ich hoffe nur, wir haben nichts übersehen. Wenn das Ergebnis wirklich stimmt, wir werden in die Geschichte eingehen. Die Herren scheinen schwer begeistert von ihrer Entdeckung. Ich sollte die Gelegenheit nutzen und mich mal in Sidorkins Büro umsehen. Viel Zeit werde ich nicht haben, bis dieser Sidorkin zurückkommt. Ich werde mich erstmal auf seinem Schreibtisch umsehen. Vielleicht finde ich da ja zumindest die Liste der Leute, die sich an Bord befinden. Ja, cool. Nina hat den Durchbruch geschafft. Nina bekommt einen Pulitzerpreis, würde ich sagen. Und einen Emmy und einen Oscar und keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Aktenordner? Auf den Ordnern steht Tunguska-Projekt Fehleranalyse. Der obere Ordner ist für die Jahre 2000 bis 2003, der untere ab 2004. Damit werde ich so auf die Schnelle wohl nicht viel anfangen können. Okay, was haben wir noch? Eine tolle Tasse mit Hund. Notizen. Auf dem Zettel steht, Dokumente bei jedem Verlassen des Zimmers im Safe deponieren. Unterzeichnet mit W.I.L. Wenn in diesem Safe auch die Mitarbeiterliste ist, sollte ich mich hier mal genauer umschauen. Vielleicht finde ich so auch raus, was genau in Tunguska vor sich geht und was mein Vater mit der ganzen Sache zu tun hat. Aha, W.I.L. Sollte ich mir das merken, Dokumente? Irgendeine wissenschaftliche Abhandlung über Molekularbiologie. Fast nur Formeln und die wenigen Worte sind ähnlich unverständlich. Buch? Die Unterlagen sind überschrieben mit Sicherheitslücken und akute Bedrohungen des Tunguska-Projekts. Ich werde mal einen Blick hineinwerfen. Wenn ich das richtig verstehe, sind in den letzten Jahren mehrere Anschläge auf geheime und offizielle Forschungseinrichtungen verübt worden. Teilweise wurden Unterlagen vernichtet, aber sogar vor Sprengstoffanschlägen und Brandstiftung scheinen die Täter nicht zurückgeschreckt zu haben. Augenzeugen haben dabei immer wieder von Männern in schwarzen Roben berichtet. Bislang konnte aber nie einer der Täter gefasst werden. Der Geheimdienst FSB wurde daraufhin eingeschaltet, konnte aber bis heute keine konkreten Ermittlungserfolge vorweisen. Die Vermutung, dass es sich um politische Terroristen handelt, konnte nicht bestätigt werden. Derzeit geht man davon aus, dass es sich ebenso um eine religiös motivierte Sekte handeln könnte. Männer in schwarzen Kutten? Ob das die gleichen sind, die Eddie gesehen haben will?
Wenn das stimmt, steckt mein Vater in noch größeren Schwierigkeiten, als ich befürchtet hatte. Aha, okay, ein Eintrag. Anschläge durch Sekte, transsibirische Eisenbahn, Insi Dawkins Büro liegen Unterlagen über akute Bedrohung des Tunguska-Projekts. Demnach sind in den letzten Jahren mehrere Anschläge auf Einrichtungen verübt worden. Teilweise wurden nur Unterlagen vernichtet, aber auch von Sprengstoffanschlägen und Brandstiftungen ist die Rede. Augenzeugen haben dabei immer wieder von Männern in schwarzen Roben berichtet, ob das die gleichen sind. Okay. Das hast du ja eigentlich eben schon gesagt. Hier, Schublade, das finde ich interessant. Okay, gucken wir gleich. Die Kamera hätte ich gerne. Telefonieren möchte ich eigentlich. Da steht was am Fenster, guck da mal. Aber das, würde ich sagen, sind russische Buchstaben. Im Zweifelsfall sogar umgekehrt von der anderen Seite dran geschrieben. Schade, können wir auch nichts mitmachen. Na gut. Eine Ameise? Die ist riesig. Normal ist das nicht. Die muss irgendwie genetisch manipuliert worden sein. Hab ich's mir doch gedacht. Die kleine Kröte ist eine Schnüfflerin. Du bist mir schon in Moskau am Bahnhof unangenehm aufgefallen. Kröten bleiben halt auch in Verkleidung. Immer noch. Kröten. Aber keine Sorge. Wir werden uns jetzt ein wenig um dich kümmern. Was treibt sich dieser Kansky denn hier mitten in der Nacht rum? Vielleicht täuscht der Eindruck, aber ich habe bei dem Typen ein extrem ungutes Gefühl. Ich sollte mich auf jeden Fall nicht von ihm erwischen lassen. Die dicke Beule an seinem Hinterkopf wird er mit Sicherheit noch nicht vergessen haben. Endlich eine Antwort auf meine Anfrage. Dann bin ich mal gespannt, was mein irischer Kollege herausgefunden hat. Hallo Max. Es hat etwas gedauert, aber deine angeforderten Informationen waren nicht so leicht zu beschaffen. Es war auf jeden Fall gut, dass du mir das Original dieses Briefes geschickt hast. Doch dazu später mehr. Zunächst einmal was zu dieser irischen Gesellschaft aus dem Briefkopf. Diese Firma gehörte mal einem gewissen Ken Morangi und hatte irgendwas mit Pflanzendünger zu tun. Das Unternehmen wurde ganz plötzlich geschlossen, obwohl es wohl ziemlich gut lief. Mehr konnte ich darüber leider auch nicht rausfinden. Seitdem lebt Morangi völlig zurückgezogen auf einer kleinen Insel vor der Küste Irlands. Eine Karte habe ich der Mail angehängt. Jetzt aber zu einer viel interessanteren Geschichte. Ich habe den Brief, den du mir geschickt hast, mal genauer unter die Lupe genommen. So ganz leer, wie auf den ersten Blick vermutet, ist der nicht. Offenbar wurde eine Art Geheimtinte verwendet. Nicht sehr einfallsreich, aber für Leute wie dich reicht es offensichtlich. Hier kommt der Inhalt des Briefes. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Hallo, Wladimir. Habe Unterlagen bekommen. Kopie ist in Arbeit. Übergabe müssen wir noch klären. Ken. PS? Der Whisky wartet immer noch. Na, das hört sich doch schon recht geheimnisvoll an. Dieser Morangi könnte vielleicht etwas wissen, das uns weiterhilft. Ich sollte Nina... Was sie wohl gerade macht? Hoffentlich geht es ihr gut. Ich mache mir echt Sorgen um sie. Verdammt, ist nicht mein Tag heute. Erst sitze ich mit einem darmkranken Psychopathen im Abteil und nun mit einem tollwütigen Hund. Ich muss hier schleunigst wieder raus. Sobald wir die nächste größere Ortschaft erreichen, wollen die mich den Behörden übergeben. Das wäre dann wohl das Ende meiner Suche. Und vermutlich auch meins. Ja, aber ich wollte doch noch in der Schublade gucken. Mann! Mist. Hätte ich die jetzt zuerst anklicken müssen? Verdammt, und was ist das für ein Dobermann hier hinten? Ist doch einer, oder? Da drin sitzt ein kleines, schnuckliges Schoßhündchen und spielt mit seinen Knochen. Ist er nicht süß? Du, der ist ganz schön groß, der Knochen. Sieht aus wie ein Unterschenkelknochen von einem Menschen. Oder ein Oberschenkelknochen. Völlig egal. Nettes Hündchen. Du nettes Hündchen, du. Kann ich nicht einfach hier rausspazieren? Verschlossen. Ja, natürlich. Aber wir könnten versuchen, an den Knochen ranzukommen. Okay. Erst mal gucken hier, ne? Verdammt. Da drin sitzt ein kleines Schnuck. Oh, hier, Hundeleine. Oh, Alter, der knurrt aber. Eine Leine aus Leder. Ja, ne, mit, wir gehen Gassi. Okay. Eine Leine aus Leder. Wunderbar. Was haben wir noch? Noch ein Käfig? Der Hund scheint die linke Hälfte der Box zu bevorzugen. Ach so. Das ist eine große Box. Okay. Wenn du meinst.
Ja. Jetzt. Sonst nix? Echt nicht? Komm mal hierher. Aha. Genau, geh mal von dem Hundi weg. Eine Kühlbox? In der Box sind eine ganze Menge Fleischstücke. Ah, nimm mal mit. Ich nehme mir mal eins der Fleischstücke. Nimm ruhig zwei bei dem Kaliber. Dazu eine Folienkartoffel und ein Knoblauchbrot. Ich habe Hunger. Oh, jetzt macht sie uns aber Appetit hier. Ich habe schon ein Stück Fleisch. Ah ja, also, aber ich könnte noch mal. Aha, okay. Anzeigen, Knopf. Laut der oberen Anzeige haben wir eine Temperatur von 12 Grad Celsius. Die untere zeigt eine Luftfeuchtigkeit von 28% an. Aha. Und der Knopf? Wo ist denn der... Nina, gib mal da weg. Der Knopf? Nicht zu verwechseln mit Jim. Ha, ha, ha. Jim Knopf und die wilde 13. Ja, komm her. Kannst du da drücken? Keine sichtbaren Auswirkungen. Okay. Was ist das hier hinten? Jim Knopf, ey. Das war ja jetzt ein Karlauer, echt. Verschlossen. Hier ist die Frage, geht es hier raus aus dem Zug? Oder geht es da noch irgendwie in so eine Art Nachbarabteil? Hier steht ja auch irgendwas auf Russisch. Ich kann es nur leider nicht lesen. Ach je. Was ist hier? Schlauch? Ein Staubsaugerschlauch. Flexibel, lang und weilig. Oh, oh, Nina, jetzt haust du hier aber wirklich unter der Gürtellinie die Scherze raus, ey. Na, Hauptsache, sie kann das langweilige Ding mitnehmen. Ein Staubsaugerschlauch. Mhm. Flexibel, lang und weilig. Ist klar, Kind. Okay, was haben wir hier? Was? Da, Klappe. Ich krieg die Klappe nicht auf. Das ist bei Verklemmten leider keine Seltenheit. Oh, meine Herren. Aber hier das Rohr. Guck mal. Ein metallenes Rohr. Ja, nimmst du das auch noch mit? Okay. Ein metallenes Rohr. Alles klar. Klappe, Rohr. Kann ich damit was tun? Nein. Ich schätze mal, ich muss erst diese Klappe aufpümpeln. Aber ich habe auch gar nichts mehr, ne? Haben die mir schon wieder alles abgenommen, die Schweine? Das war doch viel mehr. Wo ist denn mein Schlüssel und so zum Beispiel und mein Handy? Boah, toll. Säcke. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ich habe auch leider kein Rizinusöl mehr dabei. Für den Hund. Total fies, ne? Boah, der knurrt sich aber auch eine... Ja, Nina. Der knurrt sich aber auch eine Naht zurecht hier. Kommst du einfach mal so an den Knochen? Bevor ich in die Nähe des Knochens käme, würde der Hund mir selbige abnagen. Naja, komm, der liegt aber schon sehr weit da vorne. Kannst du das einfach mit dem Rohr mal rausholen? Nö. Schlau. Nö. Leine? Leine, Hund? Auch nicht. Da drin sitzt ein Klapp. Toll. Also, wenn ich die Leine nicht an den Hund... Naja, ich könnte es ja erstmal mit dem... Fleisch versuchen. Ja. Das Tier scheint extrem ausgehungert zu sein. Aha, was heißt das jetzt? Müssen wir dem jetzt Fett fressen oder wie? Da drin sitzt ein... Ja, was hat das jetzt? Hat das sofort aufgefressen? Bevor ich in die Nähe des Knochen... ausgehungert. Ich kann ja noch mal. Ich kann noch mal. Ich nehme mir mal eins der Fleischstücke. Wie oft soll ich das jetzt machen? Gib's ihm nochmal. Das Tier scheint extrem ausgehungert zu sein. Also einmal probiere ich noch. Kann ja jetzt nicht sein, dass ich hier... Ich nehme mir mal eins der Fleischstücke. Die ganze Kühlbox da reinschmeißen. Nimm doch einfach die ganze Kühlbox mit, hör mal. Muss ich den jetzt schläfrig füttern? Das Tier scheint extrem ausgehungert zu sein. Sie sagt aber auch dauernd nur dasselbe. Ich nehme mir mal eins der Fleischstücke. Ist mein Cursor da? Das Tier scheint extrem ausgehungert zu sein. Also ich glaube, das kann ich jetzt noch einen ganzen Tag machen. Komme an den Knochen trotzdem nicht ran. Bevor ich in die... Nein. Gut, kann ich irgendwas hier verbinden?
Mit der Leine? Aha. Angeleintes Rohr? So, das Rohr wird mir nicht mehr entwischen. Ja, das ist ja schön für das Rohr. Und was soll ich damit jetzt tun? Kann ich das auch noch da dran pömpeln? Nö. Glühbirne? Ich habe die Glühbirne noch. Kann ich damit irgendwas machen? Nein. Okay, Rohr an der Leine. Ein Rohr an der Leine. Ist mir nicht ganz klar. Was soll ich jetzt machen? Rohr an der Leine da rein? Nee, auch nicht. Ach je. Die Tür. Da irgendwie festhaken? Auch nicht. Hier irgendwie an dem Ding? Auch nicht. Warum denn nicht? Ich krieg die Klappe nicht auf. Ja, kriegst die Klappe nicht auf. Angeleintes Rohr. Damit geht's nicht. Ich dachte, wir könnten es irgendwie hier verkanten. Keine Ahnung. Geht aber irgendwie auch nicht. Hier an der Box auch nicht. Mal mit dem Schlauch hier hinten ein bisschen rumprobieren. Nee, auch nicht. Kann ich mit der Glühbirne irgendwas tun? Auch nicht. Okay, lasst mich mal gucken. Habe ich was übersehen? Hier waren wir dran. Das haben wir auch gesehen. Da komme ich nicht raus. Na gut. Ach, da oben. Guck mal. Luke? Über der Luke muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Oh, du bist ja so poetisch, ey. Geht das irgendwie? Ach, guck mal, das geht. Hoffentlich hat das keiner gehört, sonst werden meine Probleme gleich noch größer. Aha, okay, jetzt haben wir schon mal einen Ausgang geschaffen, im Ernst? Oder wolltest du nur die Scherben? Nee, Scherben will sie nicht. Über der Luke muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ja. Kannst du da einfach so hoch? Nee, ne? Am Rande der Luke sind jede Menge Glassplitter. Da würde ich mich nur ungern festhalten. Ja, aber du könntest die hier nochmal ein bisschen sauber schlagen. So könnte ich aufs Dach gelangen. Oder so, okay. Zumindest dann, wenn ich mir an den Glasscherben nicht die Pulsadern aufschneide. Ach, Nina, ist ja nun weiß Gott genug Platz. Okay, sie scheint aber auch einfach da hochzugehen. Ach du Scheiße. Bist du irre? Geh wieder rein. Was machst du jetzt auf dem Dach? Kann ich da wieder einfach rein? Kann ich. Okay. Muss ich hier nicht irgendwas mit dem Hund machen? Ich hätte doch den Knochen doch noch ganz... Doch noch ganz gerne hier. Nein? Der Hund knurrt. Ich gehe da hoch. Kannst du hier... Wo gehst denn du hin? Nina geht überhaupt nirgendwo hin. Kann das sein? Oh, hier sind aber viele Sachen. Was ist das denn hier? Achso, ist mein Rohr. Ach, das nimmt sie mit. Du bist ja sehr geschickt, hör mal. Aber nach vorne laufen willst du nicht? Okay, was haben wir hier? Ach so. Oh. Okay, mach langsam. Ich würde ja die Schuhe ausziehen jetzt, ne? Weil ich ja der Meinung bin, ich hätte besseren Halt barfuß. Aber okay, außerdem würde ich mich hinhocken. Oder so. Aus dem Rohr strömt stickige Luft. Aber Nina hat's gar nicht nötig. Die kann das hier so. Und hier? Ich vermute, dass es zu einer Klimaanlage gehört. Da kommt Luft raus. Klimaanlage. Hier war Fenster, ne? Ich kann da von hier aus nicht reinsehen. Macht doch nichts. Kannst du da reinklettern? Das Fenster ist zu. Und von außen werde ich das auch nicht aufkriegen. Wir könnten versuchen, es wieder einzuschlagen. Nein, können wir nicht. Aber hier an dem Rohr können wir was tun. Okay. Ach. Guck mal, Anna. Schau mal da. Sie macht hier voll einen auf Batman. Und jetzt? Angelandes Rohr. Jetzt hat sie es wieder eingesteckt. Das war nicht der Sinn. Okay, jetzt ist wieder dran. Fenster. Das Fenster ist zu. Und von außen werde ich das auch nicht aufkriegen. Ja, aber du hast doch jetzt irgendwie das da... Nein, da hingeworfen. Kann ich denn hier mit dem Schlauch das da irgendwie reinstecken? Ja, kann ich. Okay, mach mal. Scheint keinen großartigen Effekt gehabt zu haben. Moment.
Ich habe die beiden Rohre miteinander verbunden. Ja, ich weiß. Das eine war irgendwie stickige Luft. Ich habe die beiden Rohre miteinander verbunden. Sagt sie es nicht mehr. Mach nochmal ab. Nein, ich quäle sie nicht. Aus dem Rohr strömt stickige Luft. Gut, stickige Luft? Ich vermute, dass es Klimaanlage. Aha. Muss ich da noch irgendwas reintun? Aber was? Soll ich irgendwas in dieses Rohr reintun? Hier. Mit den Schuhen sollte ich keine 3 Meter in die Tiefe springen. Hä? Hast du doch vorhin auch gemacht. Moment, nimm das nochmal mit. Außerdem kannst du die Schuhe ausziehen. Stell dich nicht so an. So, mach das da wieder dran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir werden alle sterben. Nina, es wäre einfacher, du hockst dich auf deine Knie. Da bin ich mir sicher. Du gibst viel zu viel Widerstand ab. Da in der Luft. Du musst dich klein machen. Ach, ob ich dir das erzähle oder nicht. Dafür sag weiß um. Nein. Ach, Nina. Nina. Nein. Bleib hier. Bleib hier. Mach das da dran. Ich will da rein wieder. Du fliegst mir hier sonst weg. So, hier, Luke. Komm da runter. Oh, alles klar. Nina ist erstmal wieder in Sicherheit, ihr Lieben. Und ich würde sagen, wir probieren aus, was wir tun sollen in der nächsten Folge. Das war jetzt wieder ganz tolles Deutsch. Egal. Bis dahin, eure Trin.